Hallo und herzlich willkommen bei der Steinezeit. Wir sind bei Video 216 angelangt und heute geht es natürlich hier weiter mit der BR52. Ja, da möchte ich mich als erstes bei euch bedanken für die vielen tollen Kommentare, für die Tipps, die ihr mir gegeben habt. Und es bleibt natürlich spannend, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Ihr könnt sehen, ich habe jetzt hier schon mal ein Führerhaus drauf gebaut in der Breite mit 6 Noppen oben am Dach und unten sind es 7 Noppen. Ich habe hier so schräge Gelenksteine eingebaut. Die Tür steht hinten auf einer Jumperplate, die ist gerade eingebaut. Das ist ganz gut geworden. Ich bin mir jetzt nur noch nicht so sicher bei der Höhe. Ich habe einen Tipp bekommen, mal einen Waggon hinten hinhängen oder hinten hin tun und ihr seht, der Waggon ist jetzt minimal höher. Das heißt, ich werde da nochmal rangehen und das Ganze prüfen. Genauso bin ich auch angeschrieben worden, ein Tipp wegen der Höhe hier von dem Kessel. Da bin ich jetzt auch am Überlegen, ob ich den nochmal eine Plate eventuell höher baue und das Ganze nochmal anpasse. Ist nicht so schlimm jetzt, weil das Ganze ja auch noch nicht so weit fertig ist. Bevor ich aber mich jetzt um den Kessel hier kümmere und gar um das Fahrerhaus und die Dimension in der Höhe, mache ich jetzt erstmal hier vorne weiter den Vorläufer entsprechend anpassen, hier den Anbau fertig bringen, dass wir hier einmal auf dieser vorderen Höhe das Ganze fertig haben. Das zeige ich euch dann und dann können wir uns an den Aufbau machen. Und der Tender, der steht jetzt nicht hier, der ist natürlich auch noch ein Thema. Da bin ich auch ein bisschen am Überlegen, wie ich das realisiere und umsetze, weil ich ja immer noch auch denke, es vielleicht ein dritter Motor oder ein Zugmotor sinnvoll wäre. Das schauen wir uns heute im Video auch an. Das heißt, es kann ein bisschen länger auch wieder das Video werden. Ich hoffe, das stört euch nicht weiter. Aber es wird spannend und interessant werden. Also, ich fange an mit Bauen. Bleibt dran. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich habe jetzt das Dach runter gemacht und die Sachen, was hier vorne dran sind, habe ich auch schon ein bisschen rumgebaut, zeige ich euch gleich. Und habe jetzt schon einiges probiert. Ich war auch recht lange gesessen. Ich habe jetzt unten, schauen wir mal an, erstmal fertig gebaut und ich habe jetzt hier vorne den Vorläufer gar fertig gemacht. Und zwar ist hier unten dann eine 2x6 Blade, obendrauf nochmal eine 2x6 Blade mit 2 Noppen Versatz. Dann ist hier eine 2x6 Blade, die das Ganze nach oben dann nochmal auf dem Fahrgestell verbindet und versteift. Dann habe ich hier oben drauf Jumper Blades gebaut, zeige ich euch gleich. Das ist dann für die Treibstangenaufnahmen. So, dann habe ich den Vorläufer gemacht. Der Vorläufer, nehmen wir das Ganze mal um, schaut jetzt so aus, dass ich mir hier aus 2 Technikstangen, eine graue und eine schwarze, einen Stab zusammengebaut habe, das verbunden. Hier unten, das ist ja, mit normalen roten Technikstein dran. Das hier sind 2 1x2 Steine mit einem Kreuzaufnahme dran. Das habe ich jetzt genommen, weil wenn dann oben meine Treibstangenaufnahmen dran sind, dann stößt die Ecke sonst an. Das wird recht knapp, wenn man in R40 Kurven fährt. Und ich wollte, dass das in R40 noch fährt und funktioniert. Bei R56 hätte man schon wieder ein bisschen anders bauen können. Hier unten dran sind dann flache Aufnahmen dran. Also ich habe jetzt auch keine Steine genommen. Das Ganze habe ich fixiert mit so halbrunden Teilen. Und was mir noch fehlt, allerdings wären jetzt 2 rote Räder, die kommen dann irgendwann. Und dann habe ich mir entsprechend einen Aufbau gemacht und es schaut dann praktisch auch so aus, dass oben drauf dann der Buffer drauf gekommen ist. Ich habe das Ganze hier gefliest, einen Absatz drin und es geht hier auch schön an der Sache hier vorne vorbei, an den Blades. So, was jetzt dann als nächstes kommt, ist dann hier vorne noch ein bisschen Aufbau drauf. Ja, dann schauen wir hier nochmal drauf. Ich habe hier jetzt von der Bluebricks Lok die Sachen übernommen, allerdings habe ich eins von diesen beiden Steinen habe ich raus, da waren 2 übereinander, sonst wird es zu hoch, zeige ich euch auch gleich. Und hier vorne 1x8 Fliese, noch eine 1x8 Fliese, das Ganze dann mit Stangen entsprechend festgemacht. Und hier unten könnt ihr dann auch sehen, vom Aufbau her hat sich nicht viel geändert. Ja, dann habe ich hier drin nochmal so ein Kesselteil hingemacht, da waren auch so Aufnahmeteile drin. Ähnlich wie das hier, nur mit einer Noppe breit. Habe ich jetzt keins da. Da habe ich das jetzt unten auch noch 2 Kessel hin, damit sie nicht ganz so leer ist. Das Ganze ist auch auf der anderen Seite drauf.
Sorry, ich hoffe, jetzt das hat gepasst von der Kameraführung. Ja, jetzt stelle ich mal das Stativ kurz hierher. Also machen wir andersrum. So, und dann habe ich jetzt hier schon weitergebaut. Das sind jetzt hier an der Seite. Das sind die Sachen auch, die Aufnahmen von der Bluebricks Lok. Die habe ich dann festgemacht mit so Winkelteilen. Und da oben drauf sind jetzt auch wieder Jumper Plates, damit dann auch wieder ein Versatz drin ist. Und zwar mit 4 Jumper Plates habe ich das hier reingesetzt. Oben drauf eine 1x6 Plate und dann auch wieder so Winkelteile. Und dann sind hier so kleine schräge Teile dran. Ja, es ist auch von der Kameraführung nicht so einfach. Und damit dann hier auch das passt von meinen Abständen, habe ich hier drin, drehen wir es da nochmal rundherum, auch eine Jumper Plate für die schrägen Teile. Und oben habe ich das mit einer 1x3 und 2 weiter den Jumper Plate wieder zusammengefügt. So, und das Ganze kann ich jetzt hier reinsetzen. Und es passt dann auf diesen vorderen Jumper Plates drauf. So, und das fügt sich dann hier ein auch zum Kessel und ich habe das hier mittig drin, deshalb ist hier unten das mit den Jumper Plates gemacht und damit es auch vom Abstand passt. Und jetzt seht ihr hier, ich habe hier schon so gut wie keinen Abstand mehr von den Treibstangen. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich erstmal keine Treibstangen reinmachen. Das kommt später wieder raus. Ich habe recht lange probiert und versucht zu bauen, aber das Ganze wird mir dann zu breit. Und ich werde hier noch nach einer anderen Lösung suchen. Ich habe einen Tipp bekommen, dass es auch so kurze Stücke mit einer Bohrung drin gibt. Die müsste ich aber erst bestellen. Das wird langfristig mal kommen und dann werde ich mir vielleicht auch was zusammenbauen, damit ich hier reinkomme. Das heißt, ich würde dann so ein Teil hier abschneiden und dass das mit einer Kreuzstange rausgeht und dann könnte eine Stange hier auch funktionieren. Ich möchte nicht weiter rausgehen, weil mir das Ganze sonst zu breit wird und ich komme hier sonst an meinen Bahnsteigen nicht mehr vorbei und ich müsste dann alles umbauen. Ja, wie gesagt, ich habe da recht lange probiert gestern und dann habe ich mich doch entschieden, die Sachen von Bluebricks hier einzubauen, weil das dann doch halbwegs funktioniert. So, jetzt schauen wir uns nochmal das hier an. Und da hat sich auch einiges getan. Das ist jetzt praktisch schon der Kessel. Ich habe den Kessel jetzt auch eins höher gemacht. Ich habe praktisch jetzt den ganzen Kessel 4 Noppen hoch von Verbau her unterschiedliche Bauteile drin. Hier in der Mitte habe ich jetzt kein so Slope drin, sondern zwei Fliesen. Das liegt daran, dass ich sonst hier an den Sachen anstoße. Ja, und dann habe ich mir eben die Sachen zusammengebaut. Das hier habe ich euch ja schon gezeigt. Und das ist hier ein 1x2 mit zwei Slopes an der Seite. Der ist hier auch nochmal dran. Und obendrauf sind dann eben diese Steine mit den 4 Slopes dran. Ja, wie gesagt, von der Kameraführung ist das jetzt momentan nicht so ideal. Dann habe ich mir hier oben das Teil gebaut mit diesen Abrundungen, weil das bei einer Variante dran war, von der BR52. Hier hinten ist dann der erste Turm und vorne kommt dann der Schornstein hin. Und das Ganze kann dann einfach oben drauf gesetzt werden. So. So. Und wird festgemacht. Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, das Fahrerhaus ist nochmal um eine Plate höher geworden. Genau, damit ich dann das hier auch entsprechend von der Höhe hinbekomme. Ja, so schaut es momentan aus. Ich baue das jetzt zusammen und dann melde ich mich wieder und zeige euch dann die nächsten Baufortschritte. Also bleibt dran. Ja, die Lok ist jetzt soweit fertig gebaut. Ich fange einfach mal oben an. Ich habe jetzt hier am Kessel die Sachen gar geschlossen. Die Teile hier vorne, das sind die Sachen, die sind original von der Bluebricks Lok. Die habe ich jetzt oben drauf gesetzt, damit es nicht gar so langweilig ausschaut. Es sind auch bei der originalen Lok, wenn man Bilder anschaut, oben drauf Leitungen oder Rohre drauf gemacht. Das Ganze ist zwar ein bisschen hier bei der Lego-Lok oder Klemmbaustein-Lok ein bisschen überdimensioniert, aber es ist was drauf gemacht und ist nicht mehr ganz so leer. So, und dann habe ich hier vorne die Sachen weitergemacht. Ich habe hier den kleinen, ja, Schornstein ist es nicht, die Rundung drauf gesetzt und ich habe jetzt dann das Vorderteil hingesetzt. Ich habe an der Seite jetzt bewusst keine Rohre, Leitungen und nichts hingemacht, weil ich denke, dass das dann wieder zu fett ist von den Rohren und dann nicht so richtig passt.
Ich habe mir auch recht viele Bilder bei Wikipedia, sind da recht viele Bilder drin angeschaut, und es gibt von dieser Lok wirklich ganz viele Varianten und Abweichungen mit Windblech, ohne Windblech, verschiedene Fronten. Hier gibt es verschiedene Aufbauten. Auch das, was ich jetzt hier reingesetzt habe, ich habe hier so kleine Slopes unten reingesetzt und noch festgemacht. Auch von der Schräge hier, von dem Teil hier, gibt es welche in unterschiedlichen Varianten, teilweise gar nicht dran. Ja, das ist jetzt so hier, was ihr seht, eine wichtige ja, ein Baustand, den ich mir halt aus diesen ganzen Varianten zusammengesetzt habe. Und ich denke, man kann es als BR52 erkennen. Auch von den Windleitblechen meinen sie es jetzt hier 6 Noppen lang. Es gibt einige, die machen die 8 Noppen lang. Ich habe mich dazu nicht entschieden, weil das dann wieder zu weit, denke ich, nach vorne rausschaut bei meiner Lok. Also es sind alle so ein bisschen Kompromisslösungen mit dabei. Der Vorderbau schaut jetzt so aus, dass der auch nochmal 4 Noppen breit ist. Und dann habe ich das Ganze hier verbunden mit diesen einmal zwei Slope, und innen drin oder unten dran ist das Ganze auf Plates drauf. Und wenn wir von vorne drauf schauen, habe ich hier unten auch nochmal Slopes hingemacht, Inverted Slopes, die dieselben Radien haben wie die vorderen Sachen. Und so schaut praktisch die Front dann aus an meiner Lok. Ja, es ist ein ganz interessantes Thema, wenn man sich das hier so anschaut, von den Details vom Bauen her. Die Seitenteile, die Kessel hier, die Aufnahmen für die Zylinder, die habe ich jetzt nochmal rumgedreht. Vorher war praktisch das Teil vorn dran. Man könnte jetzt hier vorne noch Stäbe hinsetzen. Das würde dann wieder besser zum Original passen. Und wie gesagt, hier hinten, da muss ich oder werde ich mir langfristig was einfallen lassen. Vielleicht auch nicht. Ich könnte jetzt hier unten in eine Öffnung reingehen mit dem Zylinder oder mit einer Stange. Dazu bräuchte ich aber eben was Spezielles, und da schaue ich mal, ob ich vielleicht mir was zusammenklebe, ob ich Muße habe, das zu machen. Ja, ansonsten schaut das Ganze hier doch schon recht gut aus. Mir gefällt es. Ich bin soweit zufrieden. Ich habe auch extra die Lok vom Baustil her relativ einfach gehalten. Ich habe sehr viele Teile eben von der Blubrix BR52 verwendet. Die Räder waren hier auch von Blubrix. Die gibt es mittlerweile ja auch ohne Kranz im Sortiment. Da ist es eine tolle Sache. Es werden auch bei Blubrix demnächst die großen Räder kommen. Das wird dann nochmal interessant, wenn man vielleicht die BR01 oder so umbauen will, was ich vielleicht auch mache, oder andere Lokomotiven bauen möchte. Und vor allen Dingen, es gibt diese Räder auch in verschiedenen Farben. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts weiter dazu zu sagen. Nichts, nichts, mein Fränkisch. Ja, vielleicht noch hier, ich habe das Ganze jetzt nur mit einer Noppe festgemacht. Da hier die Windleitbleche, ich hätte mir auch mit 2 Noppen machen können. Es gibt sicherlich immer irgendwas, was man verbessern kann und anders machen kann. Das rote Rad kommt mal weg. Das wird auch ausgetauscht. Ja, zur Zugfahrt. Es ist jetzt so, da zeige ich euch jetzt noch was. Ich habe den Tender schon wieder zerlegt, der hinten dran war. Deshalb kann ich jetzt keine Zugfahrt machen. Und zwar werde ich den Tender mal was Neues probieren. Ich habe hier den Zugmotor. Jetzt mache ich mal die Steine hier runter. Genau, sanft und perfekt, so wie es sein muss. Und zwar habe ich jetzt hier oben drauf einmal 6 Plates draufgeklebt. Ich habe den Pin hier runter gemacht, und ich habe vor, in Verbindung mit dem Wannentender was Neues oder was anderes zu probieren. Deshalb habe ich das Teil mir so zurechtgebaut. So, und das schauen wir uns dann im nächsten Video an. Es wird noch ein Video geben zu der Lok, damit das Ganze fertig wird. Ich wollte das Video auch nicht einfach so lange machen, deshalb teile ich das lieber auf in 3 Videos. Wenn ihr eine Zugfahrt sehen möchtet, ich habe jetzt gestern noch mal was hochgeladen, ein Short, da fährt dann die Lok mit dem Tender, mit Motor und mit den Rheingold-Waggons, mit den 4, mit den neueren Rheingold-Waggons in den rot-beige Ton. Da könnt ihr gerne reinschauen. Es gibt also noch ein neues Short, es gibt 2 Shorts, Dampflok BR52 Mock Testfahrt. Ja, ansonsten lasst es euch gut gehen. Wenn euch das gefallen hat, schreibt mir gerne, und ich freue mich natürlich über Unterstützung von euch. Ihr könnt auch gerne den Thanks-Button benutzen, weil es sind hier doch recht viele Infos, die ihr haben könnt, um diese Lok zu bauen und nachzuempfinden. Also würde ich mich freuen, auch vielleicht, wenn ihr den Thanks-Button
benutzt oder dann eben die Links zur Klemmbausteinwelt, zu Bluebricks. Ja, ansonsten, ja, habe ich schon gehabt. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal.